Jo, cheers Leute, Captain Knife hier am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich möchte euch heute ein schönes Gentleman-Messer vorstellen, das GM3 von Giant Mouse Knives. Und bevor ich euch das Messer zeige, zeige ich euch noch ganz kurz, wie das Messer an euch geliefert wird. Es kommt hier in einen Pappkarton, der wiederum einen Pappkarton beinhaltet, auf dem diese Visitenkarte noch liegt von Giant Mouse Knives. Da kann man nochmal die Internetseite entnehmen hier, www.giantmouse.com. Und hier ist noch ein Hashtag mit Giant Mouse Knives. Die befinden sich auch auf Instagram, da kann man ruhig auch mal reinschauen, wenn ihr wollt. Produzieren sehr coole Messer, wie ich finde. Und ich finde das Logo auch irgendwie ziemlich cool. Hinten drauf steht auch nochmal, Congratulations on your purchase of a Giant Mouse Knife und noch eine kleine Beschreibung mit Garantie. Und das Messer befindet sich dann in diesem Leinensäckchen, das auch nochmal das Logo hier oben mit drauf gedruckt hat. Also ich finde, das ist schon eine recht schöne, eine recht schlichte Verpackung. Alles schön weiß gehalten. Das kommt hier schon recht wertig daher, finde ich. Also mir gefällt es immer, wenn die Messer, die natürlich auch ein bisschen hochpreisiger sind, dann auch eine schöne Verpackung dabei haben. Und das ist hier Giant Mouse Knives schon gelungen, wie ich finde. Ja, zum Messer selber. Ich habe das Messer schon öfter mal auf Instagram gesehen und auch auf Facebook. Und mir hat das Design eigentlich sofort gefallen, weil das Messer kommt wirklich sehr schlank daher. Es ist ja ein Gentleman-Taschenmesser. Das bedeutet, man soll es auch im Anzug tragen können und es soll einfach nicht zu dick auftragen und auch nicht zu auffällig sein. Und somit gefällt mir das Design sehr gut. Wir haben hier eine Voll-Titan-Konstruktion. Wir haben hier zwei Titanschalen, die Klinge auch natürlich halten. Und die sind recht schlank gestaltet, was mir auch sehr gut gefällt. Die haben ja auch ein Stonewash-Finish bekommen. Das passt zum Rest, zum cleanen Look des Messers, finde ich sehr gut. Und wir haben auch recht wenig Schrauben aufgebaut, was hier wirklich nochmal den cleanen Look unterstützen soll. Wir haben hier zwei kleine Torx-Schräubchen, die hier hinten den Backspacer halten, wo ich auch gleich noch zu sprechen drauf komme. Und wir haben natürlich eine Achsschraube. Die Achsschraube gefällt mir hier auch sehr gut. Die ist auch sehr schlicht und clean gehalten. Wir haben hier die gleiche Torx-Größe wie hinten, das heißt, wir brauchen bloß eigentlich einen Torx-Schraubendreher, um das Messer zu zerlegen. Und wir haben hier auch nochmal so einen kleinen Titanring hier vorne eingefasst, der wirklich hier auch nochmal sehr, sehr schön zum Gesamtbild, finde ich, dazu passt. Auf jeden Fall. Was einem gleich ins Auge sticht, ist dieser Nagelhau. Fand ich optisch, finde ich irgendwie sehr cool. Finde ich, ja, mal was komplett anderes. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch gar kein Flippermesser gesehen, das über einen Nagelhau verfügt. Und ich finde, das macht das Messer noch mal ein bisschen schnittiger, ein bisschen vom Look her ein bisschen aggressiver auch. Also ich finde, das passt hier schon sehr, sehr gut. Und ich fand das eine coole Idee, einfach einen Nagelhau ja, auch noch mit einzubringen. Da komme ich gleich noch drauf, die Klinge natürlich. Wir schauen uns mal den Backspacer an. Der ist auch aus Titan gefertigt. Finde ich auch sehr, sehr schön gestaltet, auf jeden Fall. Der ist schön abgerundet. Hat hier noch ein kleines Chimping drauf, das noch mal ein bisschen Grip bieten soll zur Handlage. Und ist hier, wie gesagt, mit zwei Schräubchen auf jeder Seite fixiert. Und bietet hier locker Platz für zwei Stränge Paracord, wenn das jemand ja, nutzen möchte, auf jeden Fall. Optisch sehr, sehr schön. Auch hier in so einem Bead Blast Finish unterstreicht hier auch nochmal oder gibt hier nochmal einen kleinen Kontrast auch zum restlichen Stonewash Finish, was hier ein bisschen gröber ist natürlich. Finde ich den wirklich sehr, sehr schön gestaltet hier, den Backspacer. Die andere Seite vom Messer. Hier haben wir natürlich auch die drei Schräubchen, die wir vorhin hatten, haben noch eine mehr, die den Clip hält. Und wir kommen auch gleich zum Clip. Der Clip, der hält wunderbar in der Hosentasche. Das ist wirklich ein toller Clip. Der ist mir gleich ins Auge gefallen. Wir haben hier das Logo drauf, was finde ich auch sehr, sehr cool wirkt. Dezent auch hier wirklich den Hersteller verrät des Messers.
Aber hier auch nicht zu dick. Hier könnte jetzt hier auch noch ein Schriftzug drauf sein. Und das haben sie einfach weggelassen. Sie haben hier nur das Logo eingeprägt. Und das finde ich wirklich cool. Also mir gefällt das Logo auch. Und gerade hier, dass es hier auf dem Clip aufgebracht ist, finde ich eine coole Idee. Der Clip selber ist auch aus Titan. Sehr, sehr schön. Das ist ein 3D-Pocket-Clip. Also der wurde ausgefräst im 3D-Verfahren. Und hier auch noch eingelassen in die Titanschale, auch nochmal versenkt, dass der natürlich auch stabil hier am Messer hält. Und lässt sich hier auch leicht in die Hosentasche einschieben. Ist nicht ganz so stramm, aber stramm genug, um das Messer sicher zu halten. Und auch wieder lässt auch sich wieder gut lösen aus dem Hosentaschenbund. Also das finde ich hier sehr, sehr gut gelöst. Und auch optisch wirklich sehr, sehr cool gestaltet, dieser Clip, der hier nach vorne breiter wird und sich hier wieder verjüngt. Also der gefällt mir richtig gut. Als kleinen Akzent hier auch nochmal die Schräubchen. Die Hardware ist hier in einem silbrigeren Ton und auch in einem Beat Blast Finish, so wie der Clip eben auch. Ja, ich habe es euch ja schon gesagt, das Messer ist ein Flippermesser und wir haben aber auch diesen Nagelhau mit drin. Wir kommen jetzt erstmal zu der häufigsten Öffnungsmethode, glaube ich, bei diesem Messer. Das wird der Flipper sein. Der lässt sich, finde ich, sehr gut bedienen. Wir haben hier oben ein Jimping mit drauf, wo der Finger schön abgelegt werden kann und wir eigentlich nur noch Druck drauf geben müssen von oben. Also wie ein Button Push-Flipper und können hier schön die Klinge rausschleudern auf jeden Fall. Das mag ich immer sehr gern. Also wenn ich ein Messer habe mit Flipper, dann lädt das natürlich auch zum Spielen ein. Und da soll sich der Flipper natürlich auch gut bedienen lassen. Also das funktioniert hier wunderbar bei diesem Messer. Hier kratzt auch nichts, hier drückt nichts am Finger. Da kann man wirklich mal länger auch spielen dran. Man hat einen tollen Halt, man rutscht hier nicht gleich ab. Und der lässt sich wirklich toll bedienen. Genau, wir kommen zur Klinge. Wir haben ja eine 8,5 cm lange Klinge aus M390er Stahl. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter, schnitthaltiger Stahl. Die Klinge selber ist in einem Flachschliff geschliffen worden. Ich mag Flachschliff sehr gerne, der geht gut durchs Material. Man kann hier wirklich toll Gemüse auch mal schnibbeln. Und das ist eine schöne Slicer-Klinge auf jeden Fall. Auch sehr schön scharf ausgeschliffen hier ab Werk. Wirklich eine schöne Schärfe. Auch ein feiner Anschliff ist hier drauf. Und die Klinge ist schön satiniert worden, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Wir haben ja natürlich auch die Möglichkeit, das Messer über den Nagelhau zu öffnen. Da wird jetzt der ein oder andere fragen, wieso, was soll das? Hätte man das nicht einfach weglassen sollen? Hätte man natürlich weglassen können. Dann wäre die Klinge noch ein bisschen cleaner gewesen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, gerade dieser Nagelhau, der gibt dem Messer nochmal so ein bisschen eine aggressive Note, was mir gefällt. Also rein optisch. Und was auch der Vorteil natürlich ist, wenn man wirklich mal zu Tisch sitzt oder wie auch immer auf irgendeinem Fest ist und das Messer dabei hat und man jetzt nicht ganz so auffallen möchte und das Messer aufflippern will. Dann kann man sich natürlich ganz unauffällig den Nagelhau greifen und so einfach das Messer öffnen. Also auch zum Thema Sozialverträglichkeit hat sich hier Giant Mouse Knives hier auch Gedanken gemacht und eben diesen Nagelhau mit eingebracht. Also mir gefällt das, ich finde das cool, ich finde, das sieht das optisch auch cool aus. Und ja, dem einen oder anderen mag das vielleicht nicht gefallen, aber ich persönlich find das sehr, sehr cool. Die andere Seite ohne Nagelhau, allein die Linie vom Messer. Mir sind die Linien immer sehr wichtig, auch bei den Designs. Ich finde, das Messer hat eine tolle Linie. Das geht hier richtig schön in einem Bogen über zur Klinge. Die Klinge ist recht schmal gehalten, wie der Griff auch. Das passt hier alles sehr, sehr schön zusammen. Also, wie gesagt, mir hat das Messer auf Anhieb gut gefallen, rein optisch. Und wir haben hier auch eine Ausbuchtung für den Zeigefinger, gerade wenn es ums Thema Handlage geht, wo das Messer richtig, richtig schön in der Hand liegt. Also ich habe Handschuhgröße 10,5 und ich kriege locker alle meine Finger drauf. Ich habe hier hinten sogar noch ein bisschen Platz über und kann das Messer sehr, sehr schön greifen und schön damit arbeiten auf jeden Fall.
Die Titangriffschalen sind hier auch nochmal ja, angefräst worden an den Seiten im 45-Grad-Winkel, was natürlich der Haptik gleich nochmal zugute kommt. Wir können das Messer hier schöner greifen. Wir haben weniger Hotspots oder irgendwelche Punkte, die einen stören würden beim Griff. Und das macht das Messer wirklich zu einem, ja, schon fast einem Handschmeichler, finde ich. Also haben sie hier wirklich toll hinbekommen. Die sind hier auch, auch die Seiten hier oben am Griffrücken sind auch angefräst worden. Und ja, machen das Messer wirklich zu einem haptisch sehr, sehr angenehmen Messer. Wir haben hier vorne auch noch eine Fingermulde für den Vorgriff. Die ist ein bisschen knapp bemessen, finde ich. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und meinen Finger wirklich drauf drücke, dann geht hier meine, ja, durch den Druck natürlich verschiebt sich hier meine Haut und die gelangt hier schnell auf die Klinge drauf. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt leichte Aufgaben, wie jetzt mal ein kleines Stöckchen anspitzen, vorhat, dann ist das hier, glaube ich, kein Problem. Aber es ist schon die Gefahr, dass man hier sich verletzen könnte, auf jeden Fall. Da hätte man hier vielleicht ein bisschen großzügiger arbeiten können bei dieser Fingermulde oder vielleicht auch komplett weglassen, weil das Messer einfach so schon sehr, sehr schön in der Hand liegt und ja, sich so auch gut arbeiten lässt. Was mir besonders gut gefällt, ich mag abgerundete Klingenrücken. Gerade bei Klappmessern, klar, es gibt andere Messer, wo ich eine scharfe Kante brauche, wie jetzt bei einem Pucco-Messer, wo ich auch mal meinen Feuerstahl anschlagen will. Das mache ich ja mit einem Klappmesser eher weniger oder überhaupt nicht. Von dem her mag ich abgerundete Klingenrücken sehr, sehr gern, weil die einfach sich toll anfühlen, wenn man das Messer einfach mal ja, in der Hand hält und ein bisschen dran rumspielt, was ich einfach auch gern mag. Dann fühlt sich das einfach schön an, wenn man hier mit dem Daumen drüber fahren kann und sieht auch optisch recht schön aus. Hier zwischendrin ist nochmal eine kleine Aussparung mit einem Jimping. Hätte es für mich jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht, weil das ist hier, wie man schon sieht, ein bisschen versetzt nach innen. Und ich rutsche hier eigentlich eher drüber, als dass ich, ja, wenn dann mit der Fingerspitze, aber so habe ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Ich würde meinen Daumen eher so drauflegen und da rutscht man eher drüber über das Jimping. Also das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und ja, das ist, glaube ich, auch nur einfach Optik. Ein bisschen Grip bietet das natürlich schon. Aber für meine Bedürfnisse hätte es das wirklich nicht unbedingt gebraucht. Die Action vom Messer. Wir haben hier eine kugelgelagerte Klinge. Das bedeutet natürlich, dass wir eine sehr, sehr feine Action haben, also wirklich einen schönen Klingenlauf. Und das Messer lässt sich toll flippen. Und das macht wirklich Spaß, damit zu spielen, weil es wirklich auch einen schönen Detent hat. Das heißt, die Klinge muss erstmal diesen Detent überwinden oder ich muss mit meinem Zeigefinger den Detent überwinden. Und wenn ich das geschafft habe, dann schießt die Klinge wirklich sehr, sehr schnell heraus aus dem Heft und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wir können sie uns gerade noch mal kurz näher angucken. Der Detent ist wirklich recht straff. Wenn ich jetzt die Klinge mal hier nach unten schiebe, zup, wird die gleich hier angesaugt. Also wirklich sehr, sehr gut gearbeitet, wie ich finde. Und also es ist wirklich perfekt eingestellt, weil wir nicht zu viel Druck aufbringen müssen hier oben am Flipper und uns den Finger hier ramponieren müssen, sondern das ist wirklich klar, wir brauchen ein bisschen Überwindung, um den Druck aufzubringen, aber das ist genau im perfekten Rahmen, wie ich finde. Die Klinge an sich, wenn ich sie entriegel, fällt hier auch gleich nach unten. Was mir dann auch immer wichtig ist, wenn ich meine Klinge hier entriegel und die Kugel gelagert ist, dann will ich auf jeden Fall einen Schutz haben, dass ich hier nicht die Klinge mir auf den Finger fällt. Und auch das hier haben sie wirklich gut hinbekommen von Giant Mouse Knives, weil dieser kleine Fingerguard, also der Flipper, der auch als Fingerguard dient, hier auf meinen Daumennagel aufschlägt und somit mir nichts passieren kann, dass mir irgendwie die Klinge hier auf den Finger fällt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ist hier auch sehr gut gelöst worden, auf jeden Fall. Wir haben hier einen Liner Lock, keinen Frame Lock, was ich eigentlich auch gerne mag, auf jeden Fall. Hier bei dem Liner Lock ist es so, der ist aus Edelstahl, der ist hier eingelassen worden in die Titanplatine.
Und ja, und was hier der Vorteil einfach ist, wir haben hier Edelstahl auf Stahl. Das heißt, hier gibt es auch keinen Haken, keinen Knarzen, keinen Sticky Lock, wie auch immer. Weil das ist öfter, wenn wir jetzt einen Titan-Frame-Lock haben und der hier rüber geht, ist es oft so, dass Titan und der Stahl sich ein bisschen beißt und hier einfach ein bisschen sticky ist. Das kann hier mit dem Stahl nicht passieren und das finde ich auch schon mal wirklich gelungen. Der verriegelt auch recht, was heißt recht sauber, der verriegelt richtig sauber. Hier haben wir gar kein Klingenspiel, weder up and down noch side to side. Also der macht hier seinen Job sehr gut, lässt sich leicht entriegeln. Und ja, tut das, was was ein Sperrmechanismus tun soll. Und verriegelt die Klinge einfach sicher, dass wir hier einfach sicher arbeiten können, ohne irgendwelche Unfälle. Also alles in einem, oder alles in allem wollte ich sagen, ist das wirklich ein durchdachtes Messerchen. Schön schlank im Design, sehr stimmig finde ich, von der Materialauswahl sehr schön. M390 Klinge gefällt mir sehr gut. In Kombination mit dem Flachschliff ein tolles Gebrauchsmesser, ein schöner Schneidteufel. Und wir haben eine schöne, angenehme Spitze hier auch. Die Klingendicke sind jetzt 3,5 mm, hätte ein bisschen weniger sein dürfen, finde ich. 2,5 hätten es auch getan. Dann hätte das Teil noch besser geschnitten. Aber alles in allem wirklich ein tolles Messer mit schönen Eigenschaften, schönen Materialien und mit einem hohen Spielfaktor auch auf jeden Fall. Und das ist auch mir immer wichtig bei einem Flippermesser. Jo, ja, liebe Leute, ihr könnt gern mal bei Instagram reingucken oder auch bei Facebook auf www oder ins Internet einfach bei www.giantmouseknives, giantmouse.com, Entschuldigung. Einfach reingucken, euch die Messer mal anschauen. Und vielleicht gefällt euch auch das ein oder andere Modell. Die Firma bietet auch Fixed Knives an, also kleine EDC-taugliche, feststehende Messer mit Lederscheide, die auch sehr cool aussehen, auch außergewöhnlich vom Design sind. Und vielleicht ist da für euch ja auch was dabei. Und ihr habt einfach mal Lust, da zu stöbern. Mir hat das Messer sehr gut gefallen, wie schon erwähnt. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und dass ihr wieder vorbeischaut. Und ja, würde mal sagen, Peace, I'm out.